Hallo meine Lieben, heute geht es ums Thema Nahrungsergänzungsmittel. Viele von euch schreiben mich an und fragen mich, wie ich dazu stehe. Sind Nahrungsergänzungsmittel nötig oder kann ich auch einfach mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung meinem Körper alle Vitalstoffe geben? Und bevor ich jetzt auf die Frage eingehe, ob Nahrungsergänzungsmittel nötig sind, möchte ich noch ein paar allgemeine Sachen ansprechen. Nahrungsergänzungsmittel können, so wie der Name auch schon sagt, unsere normale, ausgewogene Ernährung ergänzen. Im Allgemeinen trifft bei uns Westeuropäern bei einer ausgewogenen, gesunden Ernährung seltener ein Mangel auf. Dennoch gibt es Situationen und Zeiten in unserem Leben, in dem wir mit einer normalen, gesunden, ausgewogenen Ernährung nicht immer alle Bedürfnisse unseres Körpers abdecken können. Beispiele wären da zum Beispiel bei einer Schwangerschaft oder wenn ich sehr stark körperlich mich belaste, wenn ich sehr viel Sport treibe, wenn ich viel Stress habe, wenn ich eine sehr starke psychische oder auch physische Belastung habe, wenn es anstrengend ist, gerade auch in Winterzeiten, wenn wir weniger Licht haben, weniger rausgehen, aber auch bei einer veganen und vegetarischen Ernährungsweise. Das waren jetzt nur einige Beispiele. Da macht es halt Sinn zu schauen, welche Nahrungsergänzungsmittel würden mir denn da helfen? Was fehlt mir im Körper? Was kann ich noch ergänzen? In meinem Leben haben Nahrungsergänzungsmittel immer eine Rolle gespielt. Zwar immer phasenweise, weil es halt immer auf die Belastung ankommt, was in dem Moment ist, ob man sich körperlich unheimlich anstrengt, ob man vielleicht auch eine Zeit hat, wo man sich nicht so richtig gesund ernähren kann, wenn man viel arbeitet, wenn man im Ausland ist. Und es gibt halt immer wieder Zeiten, wo ich halt auch selber merke, okay, da kommst du halt mit deiner gesunden, ausgewogenen Ernährung. Ich achte halt sehr darauf, dass ich meine Makronährstoffe wie Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate zu mir nehme. Ich gucke darauf, dass ich halt auch meine Mikronährstoffe zu mir nehme anhand von meiner Ernährung. Nur es ist nicht immer machbar. Und ich merke es immer in dem Moment, weil ich ja 4 bis 5 Mal die Woche trainiere und das natürlich auch eine sehr starke körperliche Belastung ist, dass ich da immer supplementieren muss. Weil da merke ich, dass ich nicht immer alles mit meiner Ernährung, also meinem Körper nicht alle Mikronährstoffe zuführen kann. Besonders bei anstrengenden Sportarten wie zum Beispiel Fitnessboxen merke ich natürlich schon, wenn ich da einen Mangel habe, dass ich schon zu Muskelkrämpfen neige und ich merke halt auch, dass ich mich nicht mehr so schnell erholen kann nach einer starken Trainingseinheit. Und das war für mich so der Grund, wo ich sagte, ich muss jetzt mal schauen, was für mich richtig ist. Weil einfach nur so Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen, ist natürlich auch nicht richtig. Wichtig ist, dass man schaut, was fehlt dir denn ganz genau? Und wenn ich natürlich merke, dass trotz meiner gesunden, ausgewogenen Ernährung meinem Körper Stoffe fehlen, ist mir natürlich wichtig, sie zu supplementieren. Und wichtig ist da natürlich, dass man nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nimmt, weil der eine sagt, ich nehme das, das tut mir total gut. Der andere sagt, ach, nimm mal das, das ist super. Dann kommt der Nächste, der macht irgendwo Werbung für irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Also da ist es wirklich ganz wichtig, dass ihr ganz individuell auf eure Bedürfnisse Nahrungsergänzungsmittel verwendet. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann ich denn wissen, welche Nahrungsergänzung oder welche Stoffe mir fehlen? Da ist natürlich am einfachsten wirklich ein Test beim Arzt zu machen, also eine Blutuntersuchung, in der natürlich festgestellt werden kann, welche Stoffe euch fehlen. Aber ehrlich gesagt kosten solche Tests Geld, also einige 100 Euro kommen da schon zusammen und man muss natürlich auch die Zeit haben. Und ich habe halt auch nicht immer die Zeit und oft fällt es einem ja ein, dass man merkt, oh irgendwie, du kannst nicht richtig gut schlafen oder du bist nicht fit, irgendwie erholst du dich nicht so richtig gut oder bist oft krank. Und dann will man schon wissen, welche Stoffe fehlen einem denn. Und ich habe mich mit meinem Mann zusammengesetzt, der Mediziner ist. Der hat mir schon oft auch Blut abgenommen und auch untersucht. Aber für mich war auch wichtig, dass ich auch was Praktikableres habe für euch, damit ihr, wenn ihr erstmal die Zeit nicht habt und auch das Geld nicht habt, teure Blutuntersuchungen machen zu lassen, dass ihr halt eine Möglichkeit habt, das auch anders machen zu lassen.
Und deshalb sind wir ins Internet, haben da ein bisschen recherchiert und uns war halt ganz wichtig, dass es halt nicht etwas ist, was ich bei TikTok oder Instagram von irgendwelchen Influencern empfohlen bekomme, sondern dass halt anhand von einem medizinischen Fachmann, was ja mein Mann auch ist als Mediziner, dass wir da was aussuchen, was qualitativ gut ist. Und wichtig war uns natürlich, dass wir eine Firma finden, die für hochwertige Qualität steht. Und da haben wir eine Firma gefunden im Internet, die heißt www.dein-neo.de. Und da gibt es einen Check, den ihr machen könnt. Da müsst ihr einfach nur auf die Seite, ich werde auch die Internetseite hier unten unter diesem Video verlinken, dass ihr draufkommt. Und dann ist es ganz einfach. Ihr geht einfach auf die Seite, geht dann auf NeoCheck und dann geht es eigentlich schon los. Los geht's, dann klickt ihr das an und dann geht es weiter. Dann heißt es, um dich besser kennenzulernen, beschreibe bitte kurz deine Lebensgewohnheiten. Dann beim nächsten wird gefragt, wie viel bewegst du dich im Alltag? Dann kommt die nächste Frage, was beschreibt deine Ernährungsweise am besten? Dann kommt die nächste Frage, wie viel Wasser trinkst du am Tag? Dann kommen die nächsten Punkte. Als nächstes möchten wir wissen, welche Laster du hast. Und dann wird halt gefragt, wie viel Kaffee trinkst du? Wie viel Alkohol trinkst du? Rauchst du? Dann beim nächsten wird dann gefragt, nun kommen wir zu deinen Wünschen, Interessen und Zielen. Dann wird gefragt, welches Thema interessiert dich besonders? Möchtest du was für dein Immunsystem machen? Möchtest du dich mehr bewegen, Verdauung, mehr Leistung, Energie, innere Ausgeglichenheit, Achtsamkeit? Und dann geht es zur nächsten Frage, wenn man sie beantwortet hat. Was möchtest du erreichen? Und das geht halt weiter, 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 bis du hinterher an dein persönliches Ergebnis kommst. Und als ich den Test gemacht habe, war es für mich natürlich unheimlich hilfreich, dass dieser Test, den ich gemacht habe, natürlich auf meine individuellen Bedürfnisse eingegangen ist. In meinem Ergebnis kam es dann zu Zellaktiv aus der Neogelin-Reihe, welches mit ihrem speziell abgestimmten Nährstoffkombination, welches natürlich genau das enthält, was ich brauche, um meine Fitness und meine Gesundheit zu erhalten. Mit der Kombination aus Zink, Vitamin B1 und B5 schützt es mich nicht nur vor dem sogenannten oxidativen Stress durch freie Radikale. Vitamin B1 spielt eine große Rolle bei der Verwertung von Kohlenhydraten. Vitamin B5 spielt eine zentrale Rolle beim Fettabbau und steigert auch ganz extrem die Konzentrationsfähigkeit. Und da unser Körper dieses Vitamin nicht speichern kann, muss man das halt täglich zuführen. Zusätzlich enthält Zellaktiv eine Menge an Mango-Fruchtpulver und dies schmeckt nicht nur sehr gut, sondern hat auch sehr, sehr viel Vitamin C. Jetzt verwende ich Zellaktiv schon eine längere Zeit und ich muss wirklich sagen, dass ich mich stärker fühle, dass ich merke, dass ich meinen anstrengend, körperlich anstrengenden Tag halt viel besser schaffe und nicht mehr so kaputt bin und mich auch viel schneller erhole. Und das schönste Kompliment ist natürlich, wenn Leute sagen, Sicke, du siehst so richtig fit und gesund und du siehst richtig gut aus. Und da merke ich immer wieder den Unterschied. Wenn mir etwas fehlt und ich müde und kaputt bin, dann sehe ich auch so aus. Und wenn ich halt merke, dass wie soll ich sagen, meine Akkus geladen sind und mein Körper halt alle Stoffe hat, die er braucht, dann merkt man das halt. Und das merkt man nicht nur selber, sondern es merken die anderen auch, weil man halt auch diese Kraft und diese Ausdauer und so auch nach außen ausstrahlt. Und jetzt die Antwort: Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein? Ein klares Ja. Aber drei Punkte sind da wichtig. Erstens sind Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsergänzungsmittel. Also sie ergänzen unsere ausgewogene, gesunde Ernährung. Zweitens gehört auch ein guter Lebensstil dazu, das heißt Bewegung und nicht so viel Stress und auch auf sich achten. Und drittens, ganz, ganz wichtig, müssen die Nahrungsergänzungsmittel, die ich zu mir nehme, auch genau die sein, die mein Körper benötigt. Und wenn diese drei Punkte mit Ja beantwortet wurden, dann Ja zu Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unter dieses Video mal eure Erfahrungen schreibt. Macht mal den Test, schreibt mir einfach mal, was der Test euch empfohlen hat.
Ihr könnt auch, wenn ihr diesen Test gemacht habt und auch diese Produkte euch anschafft und auch mal eine Zeit lang verwendet, schreibt mir bitte, was sie machen, wie ihr euch fühlt und welche Erfahrung ich mit weiteren Produkten gemacht habe, die mir durch meinen Test empfohlen worden sind, erfährst du in weiteren Videos. Bis bald, eure Silke.